Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache heute ein Tutorial und zwar geht es um ein Hobby Horse Halfter und da zeige ich euch heute mal drei Varianten, also ein Halfter mit Strick für dein Hobby Horse. Ich mache es heute so, dass du gleich mitbasteln kannst. Und in diesem Video grüße ich auch noch ein paar. Und ich fange direkt mal mit, damit an. Aber grüße ich Marlena. Marlean. Faye. Jessie Hesch. Ich grüße auch noch in diesem Video. Und einmal grüße ich Marlean. Faye. Jessie Love und Ferdi Hashtag Love. Und jetzt geht's dann gleich mal los mit dem ersten Halfter mit Strick. So, als erstes zeige ich euch jetzt mal, was ihr braucht. Einmal braucht ihr eine Schere. Ich habe jetzt so eine, weil die schneidet halt mega gut. Aber ja, ihr könnt einen ganz normalen nehmen, keine Angst. Dann braucht ihr noch natürlich eine Schnur, ein Band oder irgendwas. Also ihr könnt so eine dünne Schnur nehmen. So eine. Ich mache es jetzt mal hier hin. Oder ihr könnt ein Band nehmen. So eins zum Beispiel. Ich habe es gerade zusammen gemacht. Das finde ich auch mega schön halt. Ja, so. Ja. Für das erste Halfter braucht ihr aber, also mit Strick, braucht ihr aber auch noch Draht. Und ich habe hier gerade noch ein Stück. Ich habe schon noch mehr, aber hier habe ich gerade noch ein Stück. Und ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich brauche für dieses Halfter. Und ja, wir fangen direkt mal an mit einem einfachen Halfter. Da könnt ihr so eine Schnur nehmen. Also da braucht ihr so eine dünne Schnur. Legen wir das erstmal zur Seite. Und ja, dann braucht ihr natürlich noch euer Hobbyhorse. Ich nehme jetzt gerade Rocky hier. Ja, es wird jetzt ein bisschen eng. So, ich habe euch jetzt gerade ein bisschen zur Seite geschoben. Also, ihr braucht noch eures Hobbyhorse. So, dann geht ihr, also nehmt ihr einmal die Schnur und schneidet es noch nicht ab, dass man das halt noch abmessen kann. Und dann messt ihr es erstmal von hier und lässt es bisschen ungefähr bis zum Maul. Bis hier. Und dann, gucken, wie ich das jetzt mache, geht ihr rundherum im Pferd. Hier oben. So, rundherum. Und geht ihr auch nochmal bis vorne zum Maul. Und da schneidet ihr dann einfach, zack, so, das ab. Und dann muss es einfach so rundherum gehen und ja, dann hier durch. Und ja, das könnt ihr jetzt erstmal machen. Ich lasse die Kamera laufen, dass ihr es machen könnt. So. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Stück erstmal zur Seite legen. Und jetzt nehmt ihr nochmal die Schnur und geht hier herum, hier vorne herum. Also, ihr geht hier vorne durch, also unten durch, und dann hoch. Und dann lässt ihr nochmal so ein Stück zum Zusammenmachen und schneidet hier wieder ab. Dann macht ihr das hier zusammen. Nicht zu eng und nicht zu locker und knotet es einfach mal zusammen, dass hier vorne das Mundstück ist. Keine Ahnung. So. Das hier könnt ihr jetzt erstmal lassen, das wo hier so rumgeht. Da zeige ich euch nachher mal was ihr daraus machen könnt. So. Jetzt nehmt ihr das Stück, das wir von oben rüber gemacht haben. Ich kann es gerade nicht besser zeigen. Kann ich vielleicht ein bisschen höher stellen.
So, dann könnt ihr das hier mal anmachen, das erste Teil. Macht hier einen Knoten. Einfach so, zack, durch. Ich mache jetzt eigentlich meistens einen Doppelknoten, aber hier mache ich das jetzt nicht, weil es sonst nicht so schön aussieht und es eigentlich hält. Dann macht ihr es hier rundherum. Und ich mache es jetzt mal hier, wenn das irgendwie geht. Ja. So, hier. Und macht hier mal noch, also macht hier auch noch mal einen Knoten, dass das hier auch hält. So. Dann habt ihr hier mal das Grundgerüst sozusagen. Und ja, dann könnt ihr hier nochmal schön festziehen. Dann, ja, meine Katze, ich komme gleich wieder. Ihr könnt es schon mal zusammen machen. So, jetzt, wenn ihr das zusammen habt und alles nochmal, also geguckt habt, ob das passt, dass es so ungefähr aussieht. So. Dann ja. Holt ihr euch einmal die Schere nochmal und schneidet hier mal die Ecken ab. Also die Ecken, keine Ecken, die Pflanzen und ja, die braucht ihr gerade nicht mehr. Und wenn es aufgeht, dann müsst ihr es nochmal zusammen machen und macht dann am besten einen Doppelknoten. Oder halt Doppelknopf. Und so. Und wenn es bei euch jetzt nicht so gut geht, könnt ihr mit dem Feuerzeug das noch hier so abbrennen. Aber passt bitte auf, macht das nicht alleine, sondern fragt zuerst die Eltern. Und wenn ihr euch das nicht getraut, fragt die Eltern, ob sie es für euch machen können. Ja, so sieht es aus. Und ich brenne das jetzt noch kurz ab. Und Leute, macht's nicht am Hobbyhorse, weil es kann sein, dass das Hobbyhorse abfackelt. Das wäre überhaupt nicht gut. Und jetzt könnt ihr noch kurz hier die unteren zwei Dinger hier auch abschneiden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch noch abbrennen hier. Hä, hey, Leute, ich brenne es gerade ab. Ja, meine Katze ist wieder drin und passt echt auf. So Leute, ich habe es jetzt, ich mach mal das Hobbyhaus weg. Ich habe es jetzt hier abgebrennt, so da auf der Seite. Und da müsst ihr es halt dann so hier abgebrennt, dann sieht es einfach besser aus. So, und hier unten auch noch. Ja. Ja, jetzt kommen wir schon zum letzten Teil von diesem einfachen Halfter. Also zweitletzten Teil. Dann macht ihr einmal so ein kleiner Kreis. Bisschen größer vielleicht wie der Finger. Und, oder ihr könnt, ja, ihr könnt es so ungefähr so groß machen, wie ihr wollt. Und dann macht es jetzt mit der Schere, ist vielleicht nicht so gut, aber ein bisschen abmachen. So. Dass ihr hier einen Kreis habt. So, und das könnt ihr dann unten hier beim Halfter noch ranmachen. Das muss ich jetzt gerade ein bisschen aufmachen. So, und das hier unten durch. So. So machen. Macht es jetzt halt so, dass ihr es gleich auch machen könnt und ja, dann habt ihr hier so einen Kreis. Und zwar für den Strick, den wir jetzt auch machen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr es wollt, könnt ihr das so machen, der Strick. Einfach ganz normal. Ich mache es jetzt nicht so, weil ich finde das jetzt ein bisschen dünn. Aber mit euch, also mit ihr, normalerweise mache ich es jetzt nicht nur so, weil es ist so dünn halt, aber ihr könnt es auch machen und dann müsst ihr hier einen Haken machen.
Ihr probiert hier einfach so einen Haken daraus zu formen. Und so, dass man halt unten. So. Macht es zuerst mal so. Kamera. So, ungefähr, ein bisschen schöner wäre auch gut. Und unten lasst ihr wieder ein bisschen frei, dass man das beim Strick halt hier rummachen kann. Mache hier durchmachen kann. Und dass ihr diese Schlaufe machen könnt, könnt ihr das zum Beispiel mit einem Tacker machen. Ich mache das jetzt mit einem Tacker, weil es einfach am einfachsten geht. Oder mit Leim, aber bei mir ist gerade der Leim weg und deswegen mache ich das jetzt mit Tacker und tacker das einmal so hier zu, wenn das geht. Sorry. Ja. Ich muss das kurz machen. So, ich habe das kurz gemacht. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch abtrennen, aber ich mache es jetzt mal kurz. So Leute, ich hatte gerade ein kleines Riesenproblem. Ja, das ist hier, also mit Tacker, macht das nicht mit Tacker. Nein, ich habe das jetzt einfach gemacht, weil mein Kleber jetzt gerade, ich hatte keinen Kleber mehr. Und jetzt muss ich das irgendwie hier zusammen knoten und dann hier unten das zusammen so mit dem Feuer zusammen machen, wo es noch so warm war und ja, macht es nicht so kompliziert wie ich, bitte. Ja, und dann nehmt ihr halt diesen Haken, wo ihr vorhin gemacht habt und befestigt das erstmal so hier rundherum. So. Ihr könnt es einfach so rumwickeln. Dauert jetzt ein bisschen, aber vielleicht habt ihr auch so lange und sonst könnt ihr ein bisschen nach vorne spulen. So. Jetzt habe ich hier diesen wunderschönen Haken. Wunderschön. Ja, hier. Was ist denn das? Ah, ja, hier ist noch ein bisschen Tacker. Muss das kurz wegnehmen. Habe ich das hier rumgewickelt. Ja. So, jetzt könnt ihr das hier unten ran machen und hier einfach so und jetzt geht es nicht mehr weg und jetzt könnt ihr mal messen, wie lange ihr das haben wollt. Ich mache es jetzt lange und jetzt könnt ihr einfach hier abschneiden, da wo ihr wollt. Also, wie lange ihr es wollt. Und das hier unten nicht ausschanzt, so, ja. Macht ihr einen Knoten. Einfach einen ganz normalen Knoten. Und Feuer. Ja, ich habe es jetzt gemacht und jetzt ist es hier unten als zu. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Ich ziehe das jetzt kurz Doki an. So Leute, das ist ein ganz einfaches Set und hier der Verschluss. So. Hier, ihr könnt das alles ein bisschen genauer machen hier. Und hier ein ganz normales Halfter, das ist ganz normal. Ja Leute, ich hoffe, euch hat diese eine Art gefallen. Das ist jetzt eine ganz einfache Art und das ist so ein Copy-Halfter oder keine Ahnung. Ihr könnt es halt auch schöner machen. Vielleicht ja ein bisschen anders. Aber das ist einfach ein Halfter. Ja, ein ganz einfaches. Und ja, im nächsten Teil gibt es dann ein bisschen ein schöneres Halfter. Und ja, ich hoffe, euch hat diese eine Art gefallen. Und bis zur nächsten Art. Tschüss.